Im russischen Perm sind nach einer Schießerei an der örtlichen Universität 8 Tote und 28 Verletzte zu beklagen. Der Schütze wurde ebenfalls verwundet, nachdem er sich der Verhaftung widersetzt hatte. Nach vorläufigen Berichten der Polizei betrat ein männlicher Student den Campus und eröffnete das Feuer. Etwa 3.500 Studenten befanden sich auf dem Gelände. Das Profil des Schützen in den russischen sozialen Medien wurde sofort gesperrt. Einige Studenten verbarrikadierten sich in ihren Klassenzimmern, andere sprangen aus den Fenstern. Das Motiv des Schützen ist unklar, ebenfalls ob es Mittäter gab. Галина Полонская, Евроньюз, Москва.